So, einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich euch allen, die sich heute zu unserem Guten Morgen-Dax-Webinar zusammengefunden haben. Mein Name ist Roman Krutjanski. Ich bin nur der Moderator. Meine Aufgabe ist es, Sie mit dem obligatorischen vertraut zu machen. Das mache ich jetzt auch. Devisen- und CFD-Handel auf Margin ist mit einem enormen Verlustrisiko verbunden und daher nicht für jeden Anleger geeignet. Den Rest erspare ich euch. Kurze Informationen zum heutigen Webinar. Die Sitzung wird aufgezeichnet. Sie finden diese gerne bei uns auf unserem YouTube-Kanal später im Laufe des Tages, wenn Sie irgendwelche Parts erneut hören wollen. Ansonsten lade ich Sie generell herzlich dazu ein, ab und zu auf unserem YouTube-Kanal zu schauen. Star des heutigen Morgens wird Dirk Frischewski sein. So sieht er ungefähr aus. Also ich weiß nicht, Dirk, ob du heute schon mit der roten Krawatte bist oder eher als Ausnahme die mal trägst. Dirk, wie hörst du uns? Ja, ich höre dich gut. Ich Das höre ist dich gut. perfekt. Das Ordentlich. wäre eigentlich auch eine Frage in die Runde, ob Ton soweit in Ordnung ist, aber ich gehe davon aus, dass ja. Dirk, du kannst übernehmen, wenn du magst. Wir können gerne auch sofort auf deinen Bildschirm umswitchen, was wir jetzt auch machen werden. Hatte vorhin schon kurz Bildschirmübertragung schon mal angeklickt, aber wahrscheinlich mal schauen. Also jetzt müsste es zu sehen sein. Ja, Genau, schönen guten leg Morgen in los. die Runde. Ich muss leider enttäuschen. Ich habe weder eine rote noch eine andersartige Krawatte an. Ich sitze im Polohemd ganz gemütlich. hat aber auch was. Gut, fangen wir an mit den aktuellen Daten, die wir hier sehen. Eröffnung heute Morgen im DAX. Schon mal ein bisschen positiv, zumindest der Anfang. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. Wir gehen erstmal in die nackte Zahlen, in die nackten Zahlen vom Freitag rein. Dazu auch die obligatorische Bildschirmpräsentation. Und schauen uns mal an, wo wir ja am Freitag geschlossen haben. Gerade hier Xetra-Schluss am deutschen DAX 10.985,14. Das bedeutet auf 2015er Basis 12,05%. Wir haben hier zum Schlusskurs beim Future DAX bei 11.050,50 gelegen. Also hier um diesen Kursbereich sind wir jetzt hier gerade mit den Indikationen so zwischen 11.046 und 11.048. Die US-Märkte, Dow Jones, Nasdaq 100 und Standard & Poor's 500 überwiegend mit leichten Plus. Hier befindet sich der Dow Jones weiterhin auf 2015er Basis im negativen Territorium. Also da ist auf jeden Fall ein Stück weit auch diese Zinsdiskussion, diese mittlerweile ja schon fast leidige Zinsdiskussion ein Thema. Gucken wir auf die Asia-Kurse, also auf die asiatischen Kurse heute Morgen. Nikkei mit einem Plus von 0,49, der Kospi mit 0,75 im Minus. Hier also mittlerweile deutlich unter der 2000-Punkte-Schwelle. Trotzdem ist gerade jetzt in Südkorea natürlich auch Quantitative Easing-Maßnahmen in diesen vergleichbaren Höhen gab, was man jetzt das runterbricht auf Südkoreas Wirtschaft. Trotzdem hat man es hier nicht geschafft, den Kospi dauerhaft hier auch in Richtung positive Territorien hier fliegen zu lassen. Hang Seng minus 0,78. Auch hier sieht man anhand der Punktezahl 23.804. Da ist schon ordentlich was weggebröckelt vom Jahr 2015. Da standen wir schon in Richtung 28.000. Und wenn wir auf die restlichen chinesischen Festlandwerte schauen, dort ist zwar heute ein überwiegend freundliches Bild noch festzustellen, aber da wird man abwarten, wie sich jetzt in den nächsten Wochen auch diese Notenbank, in Anführungsstrichen Notenbankgeschichte der People's Bank of China, mit diesen Währungsschritten hier noch auswirken wird. Grundsätzlich positiv zu bewerten eigentlich, möglicherweise für manche asiatischen Tigerstaaten von Thailand über Malaysia und so weiter vielleicht schwierig, diesen neuen Wechselkursschwankungen auch klarzukommen. Mittlerweile wird da wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen die Erinnerung wach an diese End-90er Jahre, die man da erlebt hatte. Aber hauptsächlich geht es darum, dass hier Chinas Notenbank wohl auch Stück für Stück hier anfängt, den Yuan in einen Free Float reinzubringen, also in diesen Prozess. Der dauert natürlich etwas, der geht nicht von heute auf morgen. Gut, die Aussie ist noch mit 0,20. Auch dort haben wir schon wesentlich bessere Zeiten erlebt. Schauen wir auf die volkswirtschaftlichen Daten heute Morgen. Hier aus der Schweiz 9:15 Uhr mit Einzelhandelsumsatz für den Monat Juni und für den Euro-US-Dollar-Kurs oder auch Euro-Wechselkurse beziehungsweise unsere Euro-Devisenpaare wie Euro-Schweizer, Euro-Pfund und so weiter, die Euro-Crosses.
die hier auf die Handelsbilanz Juni vielleicht auch ein Stück weit noch schielen. Also da können wir gucken, ob das hier Auswirkungen haben wird und dementsprechend am Markt reagieren. Möglicherweise vielleicht einen Tipp auch kaufen. Zum Nachmittag hin US-Daten und Empire State Manufacturing Index August 14.30 Uhr und dann auch wie all Monat, montaglich hier noch die Volumina der EZB, die ja dort mit den Quantitative Easing Standardmaßnahmen seit März Staatsanleihen, Pfandbriefe und Asset-Backed Securities kauft. Häuserdaten, also der NAHB Hausmarktindex August. Und was über die Woche hin vor allen Dingen noch dann von Wichtigkeit ist, sind weitere US-Immobilienmarktdaten, seien das hier Baubeginne, Baugenehmigungen am Dienstag und vor allen Dingen dann am Mittwoch US-Verbraucherpreise. Zusätzlich am Abend um 20 Uhr kommt dann das FOMC-Sitzungsprotokoll, also das Notenbankprotokoll der Federal Reserve. Hier geht es hauptsächlich darum, jetzt wenn man an dem Mittwoch auch nochmal auf diese US-Verbraucherpreise schaut. Und man weiß ja, US-Verbraucherpreise oder überhaupt Verbraucherpreise sind ja auch für Notenbanker ein gewisser Indikator. Verändern sich diese dementsprechend positiv nach oben, könnte das natürlich auch indikativ dafür sein, dass es tatsächlich mit den ersten Zinsschritten auch relativ zeitnah dann nach oben gehen sollte. Das dementsprechend am Mittwoch gut beobachten. Wir haben noch weitere Daten dann am Donnerstag mit weiteren Häuserverkäufen, diese bestehenden Häuserverkäufe. In Klammern habe ich hier gesetzt ein paar große Werte, US-Werte wie Walmart am Dienstag und am Donnerstag Hewlett Packard. Und am Freitag gibt es noch den sogenannten Einkaufsmanager-Index-Tag, also sowohl für verarbeitendes Gewerbe, aber auch für den Dienstleistungssektor aus so ziemlich allen wichtigen Kernmärkten, sei das jetzt aus Asien zum Beispiel, von Japan und China oder natürlich von den wichtigsten Eurozonenstaaten und darüber hinaus aber auch von den USA zum Nachmittag. Und eingerahmt das um 13 Uhr dann der kleine Verfall. Dort verfallen Optionen auf den DAX und auf Einzelaktien. Das gleiche von der Information vor allen Dingen auch, was den kleinen Verfallstag angeht und vor allen Dingen auch die Produkte. Die jeweiligen Uhrzeiten nochmal auch bedingt auf die Produkte und vor allen Dingen, welche es dort auch gibt, kann man nochmal zusätzlich auf der Seite der Eurexchange, also der Eurex, auch nochmal nachlesen. Dort sieht man dann auch, in welchen Volumina beispielsweise diverse Papiere dort gehandelt werden und man kann zumindest gucken, welche Schwellen und so weiter dort verkauft und gekauft werden. Schauen wir auf die DAX-Pivots. Hier berechnet auf den Schlusskurs vom Freitag. Aktuelle Indikationen sind immer noch bei der 11.046, 11.045. Wir quasi in Anführungszeichen eiern quasi zwischen Pivot Point und Resistance 1, also dem Widerstand 1 hier noch herum. Der Schlusskurs vom Xetra-DAX am Freitag war ja diese 10.985, also knapp unter diesem Pivot Point hier. Und wenn wir schauen beispielsweise auf Widerstand 2, in Richtung Widerstand 3, dann sind wir dort in diesem Bereich auch in relativ guter Gesellschaft zu dem offenen Gap. Es gab dort ja einen Abwärtsgap und das gilt es zumindest möglicherweise zu schließen. Also das ist zumindest eine Theorie auch für ein Trade-Szenario, das auch gleich in einem Chart nochmal vorgestellt werden soll. Ja, was gibt es nach unten hin noch zu sehen anhand der Supports hier beispielsweise? 10.900, auch dort ist leicht darüber die 200-Tage-Linie zu sehen. Dort wird es interessant sein, wie dieses Cluster sich auswirken kann und stützend wirken kann. Dann jetzt auch gleich in den Chart wechselnd, wenn wir uns hier anschauen. Hier habe ich es mal eingebaut, diese 200-Tage-Linie, beziehungsweise hier diese auf Tageschart umschwenken natürlich. Gehen wir zum DAX-Chart, bevor ich den DAX-Chart hier in dem Bereich noch aufmache, noch kurz auf die Pivots und auf die Kurslücke aufmerksam machend. Also hier geht es hauptsächlich darum, hier nochmal in blauen Kasten, wie man es ja hier sieht, die Kurslücke hier kurz darzustellen. Natürlich ist die hier im Bereich ein paar andere Daten hier umfassend, wenn wir uns auf beispielsweise den Xetra DAX konzentrieren, dann ist die Kurslücke exakt bei 11.151 zu 11.279. Die verschiedenen DAXe haben Sie in der letzten Woche möglicherweise vorgestellt bekommen und aus diesem Grund hier nochmal ein kurzer Blick hier auf diese aktuelle Box hier, die sich hier von 11.262.5 auf 11.199
Punkt 8 hier konzentriert, also das in dem Bereich hier, das Gap, also grob betrachtet 11,2 zu 11,262. Gucken wir hier auch noch auf die jeweils ausgewiesenen Pivot Points, die hier noch eingebaut sind in diesem Bereich. Das heißt also hier diese beiden R2, Resistance 2, also Widerstand 2 und Resistance 3, Widerstand 3, die umrahmen quasi auch noch diese Kurslücke. Schauen wir auf einen dementsprechend nochmal extra nackten DAX-Chart hier. Hier schauen wir auch nochmal explizit auf den Wochenchart. Leiten uns auch noch ein paar Ebenen, wie üblich mit der Fibonacci-Analyse her. Gehen auch noch von dem letzten Zwischentief aus dem Oktober 2014 auf das Rekordhoch und schauen uns hier dann auch noch ein paar sogenannte Reaktionsebenen an. Wir sehen hier schon anhand dieser letzten Kerze vom Freitag, die hier in dem Bereich, nicht vom Freitag, Entschuldigung, von der letzten Woche, ist eine Wochenkerze, die in dem Bereich von 10.892 im Tief hier steht und dementsprechend nicht weit von dieser 38,2 Fibo-Linie hier entfernt ist. Ich markiere jetzt auch extra nochmal die verschiedenen Ebenen, die hier von Interesse sein können, die wir ja in der nächsten Zeit möglicherweise auch noch antesten werden. Und die 50-prozentige Korrektur haben wir dann hier noch in diesem Bereich, diese 10.376, 10.375 grob betrachtet. Auch in diesem Bereich hier bei dieser 50-prozentigen Korrektur haben wir nach wie vor auch noch eine offene Kurslücke. Die offene Kurslücke, die besteht seit dem Februar 2015 und befindet sich bei 10.454 hochwärts in Richtung 10.503. Auch das zeichne ich Ihnen nochmal ein. Es gab ja immer wieder auch Wünsche, dass man das auch einzeichnet, weil man sonst auch diese vielen Zahlen natürlich so schnell auch nicht verarbeiten kann. Februar, wo haben wir es? Ich mache es jetzt mal absichtlich hier in diesen Bereich so hinein und editiere jetzt einfach manuell die Zahlen. Das ist einmal die 10.503 und die 10.454. Um das nochmal kurz hier auch nochmal zu visualisieren. Also in diesem Bereich befindet sich auch nochmal diese offene Kurslücke. Schauen wir auf eine weitere Fibo-Analyse, wenn wir jetzt dann in den Tageschart noch schwanken. Gucken wir dann, dass wir das noch ein Stück weit hier mehr stauchen. Und gehen dann auch, lassen die Kurslücke hier unten noch auf jeden Fall sichtbar stehen, gehen dann zum Beispiel auch in das letzte Zwischentief, also das Verlaufstief hier, was wir im Bereich der 10.652,5 hier vom 8.7.2015 haben. Und dann gucken wir auf das natürlich, auf das nächstliegende Verlaufshoch, was wir hier in dem Bereich bei der 11.804,5 am 20.7. haben. Auch darauf, auf diese Zahlen hier, auf diese Zahlen aufbauend, nehmen wir eine Fibo-Analyse und schauen uns auch hier Reaktionsebenen noch einmal an. Und gucken auch auf diese Art, ob wir irgendwo uns mehrere quasi Fibo-Ebenen, die sich vielleicht decken, also sprich, die ein sogenanntes Cluster auch bilden, ob wir die hier auch quasi finden und dadurch auch nochmal zusätzlich stärkere vielleicht Indikationen für eine Kursrichtung, für eine mögliche Kurszielprognose herleiten. Ich gucke gerade mal, welche Farbe ich am besten jetzt nehme. Nehmen wir am besten mal, blau sind die horizontalen Linien, nehmen wir am besten mal grün jetzt. Und das auch noch auf grün, nur um das mal kurz abzusetzen. Ist vielleicht ein bisschen grell. Machen wir doch lieber noch eine schwarze Farbe. Schwarz ist dann doch etwas abhebender von weiß, genau. So, besser zu erkennen. Auch hier nochmal zu sehen, die jeweiligen Reaktionsebenen, wie wir hier im Bereich der 38,2 hier haben, da gehen wir auch nochmal mit einer horizontalen Linie drauf. Diese befindet sich dann in diesem Kursniveau hier bei 11.366. Und auch hier werden wir uns die 50-prozentige Reaktionsebene nochmal hier anschauen. Also die Korrektur, die 50-prozentige, die befindet sich hier bei 11.225.9. Das heißt also, diese 11.225.9, auch diese 50-prozentige, befindet sich auch mitten, quasi mitten in dieser Kurslücke, die ich ja hier nochmal dann
kurz auch nochmal einzeichne. Das ist einmal hier diese, die ich hier meine. Die werde ich hier auch nochmal ganz kurz farblich markieren. Das ist ein mögliches Ziel, ein bullisches Ziel nach oben hin, dass diese Kurslücke geschlossen wird. Das muss nicht an einem Handelstag jetzt passieren, könnte innerhalb dieser Handelswoche passieren, sofern das von der fundamentalen Datenseite bis zum Mittwoch vielleicht auch einigermaßen ruhig bleibt. Sie wissen ja, am Mittwoch stimmen nicht nur die Niederländer ab zum Thema Griechenland-Paket, sondern auch der Bundestag. Und möglicherweise gibt es auch noch ein bisschen Ärger in Richtung dem weiteren Verlauf der Woche. Der 20. August ist möglicherweise auch für Herrn Tsipras ein vielleicht nicht ganz bequemer Tag. Zumindest will er da die Vertrauensfrage stellen. Und es ist fraglich, ob er die tatsächlich dann ja, gewinnt. Sprich, ob er da genügend Feedback bekommt. Sieht momentan jedenfalls danach aus, dass er die auch möglicherweise mit der Opposition nicht bekommen könnte, diese Mehrheit, die er da braucht. Das riecht also noch ein Stückchen weit mehr nach Neuwahlen. Hoffentlich kommt es nicht dazu, denn Sie alle wissen, was dann wieder passiert, wenn es zu Neuwahlen kommt. Möglicherweise wird der Sommer dann mit der Griechenland-Debatte doch noch ein Stück weit länger. Also von der Warte aus kann uns da noch einiges ungemacht drohen. Schauen wir noch auf andere technische Marken, die wir nach unten noch haben. Jetzt für beispielsweise ein weiteres Short-Szenario. Es geht ja auch darum, beide Seiten in Richtung zu beleuchten. Haben wir einmal hier noch diese 38,2er von der großen Anlage, die wir vorhin haben. Und natürlich das Verlaufstief, was wir bereits ja hier kennen, im Bereich dieser 10.652er Ebene. Den Chart jetzt noch stauchen, bekommen wir nach unten hin auch noch Fibo-Projektionen ausgewiesen, die dann schon unterhalb der Kurslücke von dieser 10.455er Kurslücke nach unten hin noch gerissen werden können. Auch hier noch nur kurze Darstellung dieser 138,2 Fibo-Projektion, die hier im Bereich grob betrachtet 10.210 Punkten hier liegt. Darüber hinaus, wenn man diesen jetzt noch weiter anwendet, sind wir hier bei der 161,8 Fibo-Projektion sogar schon unter der 10.000-Punkte-Marke. Also das nur Projektionen, wie gesagt, die für die Short-Szenarien für einen weiteren Short dementsprechend hier als Kurszielprognose bereitstünden. Das geht halt hauptsächlich darum, dass man diese Fibo-Marken auch dafür nutzen kann, wo bis wohin könnte ich meine jeweilige ja, quasi Spekulationen laufen lassen. Bis wohin könnte ich beispielsweise dann sagen, hier nehme ich dann auf einmal einen Take-Profit, wo ich quasi entweder manuell eine Gewinnmitnahme mache oder hier setze ich meinen Take-Profit, wenn ich das automatisiert mache. Mit anderen Worten, nichts anderes, wenn Sie in der Maske beispielsweise dann bei einer Pending Order sagen, Sie wollen ein Sell-Limit und sagen das zum Preis von 10.900 beispielsweise 10.925, na, 22, sagen wir mal, also um diese Tageslinie noch drunter, die 200-Tageslinie, und dann sagen Sie beispielsweise parallel noch, der Stop-Loss soll bei 10.955 liegen. Und ich würde meinen Take-Profit dann aufgrund bei dieser Pending-Order für ein Sell-Limit, würde ich dann mein Take-Profit danach auswählen, wo eine FIBO-Marke, eine nächste FIBO-Marke beispielsweise für mich realistisch zu erreichen wäre, in diesem Bereich beispielsweise dann die 10.852 oder beispielsweise das Verlaufstief hier bei der 10.652. Dann kann man natürlich dann eben sagen, okay, ich gebe dann hier mein Take-Profit dann beispielsweise die 10.655 an. Dann platziere ich diese Order. Upsa. Dementsprechend, Stop-Loss blöd. Dementsprechend können Sie dann beispielsweise darauf Ihre Order so ausrichten. Schauen wir auf ein anderes Feld noch. Ich habe hier am Freitag bereits eine kleinere Position hier eröffnet, beispielsweise hier im Bereich des Euro-US-Dollar. Das war auch wieder eine schöne Einladung, wenn der Euro-US-Dollar-Kurs, also sprich der Euro, wieder ein Stück weit nach oben läuft, dass man hier wieder mal eine neue Short-Einladung bekommt vom Markt. Das war auch der Fall. Dementsprechend hier bei 1.11.23.6
eine Short-Position eröffnet. Schwanke ich auch noch zu Euro-US-Dollar. Wo ist er? Da ist er. Diese bleibt im Markt bestehen. Die ist mittlerweile mit dem Stop-Loss auf den Entry gesetzt. Natürlich kann es dazu kommen, dass die beispielsweise in den heutigen Datenflow vielleicht zum Vormittag noch ausgestoppt wird, aber dann allerdings auf Eintrittsniveau, sprich keine großen Risiken mehr. Take Profit absichtlich offen gelassen. Das Ding soll laufen. Das kann man ruhig mal ein Stück weit laufen lassen. Swap ist nicht so teuer und die Position selbst ist auch nicht so besonders groß. Also von daher wegen kann man das einfach auch mal so nebenbei laufen lassen. Wir gucken auf die Marken hier auch bei Euro-US-Dollar ins größere Chartbild. Tagesbedingt, wenn wir uns anschauen, wo wir beim letzten Zwischenhoch und auch beim letzten Zwischentief standen, auch darauf abgeleitet die jeweiligen Reaktionsmarken. Wir haben hier weiterhin maßgeblich auf der oben Oberseite, also quasi als bullisches Zwischenziel, immer noch die 1,1467, die wir hier als 100er Fibo-Marke haben. Und wir haben nach wie vor hier noch als Zwischentief diese 1,807. Ich gehe auch gleich nochmal auf die Kerzen drauf, um genau nochmal zu schauen, welche exakten Kursmarken es sind. 1,1467 ist gerundet, also 1,1466,7 hier. Und bei diesem Bereich die 1,8076 im Low, also im Tief. Darauf angelegt ist diese Fibo-Analyse, die rote Fibo-Analyse, die Sie jetzt sehen, und ermöglicht hier ein paar Reaktionsebenen auch dort, parallel natürlich mit horizontalen Linien nochmal darstellend, wo wir hier beispielsweise die 50-prozentige haben, die wir hier bei 1,1136 haben, wo der Kurs ja auch mittlerweile schon hingelaufen ist, und bereits hier auch in der 61,8er, wo der Kurs tatsächlich auch gestoppt hat und nach unten wieder weggedreht ist, sehen wir an dieser kurzen Nadel hier. Weitere Kursziele jetzt hier im Bereich des weiteren Verlaufs nach unten, wenn das dieser Fall wäre für ein Short-Szenario, geht in diese Richtung dieser 38,2er, in 1,1055er, 1,1065er Bereiche und darüber hinaus unter die 1,10er Marke im Bereich der 1,965, 1,59. Kursziel bleibt weiterhin hier dieses Verlaufstief, also dieses Zwischentief im Bereich dieser 1,809, also grob betrachtet 1,805. Wenn wir nach oben schauen, ist auf jeden Fall hier weiterhin nochmal diese 1,1215er Marke, die ja bereits hier im Test schon war, maßgeblich, um hier noch weiter nach oben zu schreiten. Da wäre auf jeden Fall hier schon dann das Zwischenhoch hier in dieser 1,1466 von Bedeutung. Nach oben hin weiterhin noch Marken, wenn wir Projektionen uns anschauen, hier im Bereich der 1,1715,1 und dann nochmal hier oben die 161,8er bei 118, also bei 1,1874. Die lasse ich jetzt nochmal stehen, gucke nochmal auf einen längerfristigen Chart. Es gibt ja immer wieder die Thesen, dass man davon spricht, dass möglicherweise immer mal irgendein Gap noch geschlossen wird. Ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass dieses Gap hier, was sich hier noch befindet, geschlossen wird. Ich zeichne es nochmal kurz ein. Das ist hier das Gap. Das lassen wir jetzt auch mal hier extra so stehen. Und zwar befindet sich das exakt hier bei der, na, jetzt gehe ich gerade mal drauf, exakt bei der 1,20 zur 1,1968, also ungefähres 30 Punkte Gap, um es mal aufzurunden, auf eine runde Zahl zu bringen, was hier schon seit geraumer Zeit, seit dem, na, seit Jahresanfang hier auf jeden Fall schon zur Disposition steht. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung und aufgrund der Zinsprojektionen, die wir ja auch für die Federal Reserve kennen und auch für die EZB nun mal kennen in den nächsten Jahren, sieht es eher danach aus, dass Euro-US-Dollar dieses Kursniveau nicht mehr erreichen wird. Muss sehr, sehr viel passieren, dass hier plötzlich der Euro-US-Dollar-Kurs hier noch so einen Auftrieb bekommt. Zwar haben wir aktuell ein bisschen diese Story Griechenland raus aus dem Euro, also raus aus dem Euro im Sinne, dass die Story draußen ist erstmal, ein bisschen an Kraft verloren hat, aber wie ich vorhin sagte, von fundamentaler Seite her, möglicherweise gibt es dann doch noch ein bisschen Stress, was hier in Richtung Vertrauensfrage Zypras und noch Beteiligung IWF am Paket nein oder doch, was da noch alles an Ärger vielleicht bereitsteht. Kurze Daten, Rettungspaket 3, 86 Milliarden, ist keine kleine Summe, ist auf 3 Jahre angelegt,
Erste Tranche 26 Milliarden. Davon sollen 13 Milliarden in der nächsten Woche angewiesen werden. Kann mich jederzeit korrigieren lassen. Wenn die 13 Milliarden nicht stimmen, dann sind es 12 oder 11. Hier wird mit Milliarden rumgehantiert, als wären das irgendwelche Käsestücke. Das ist schon Wahnsinn. Diese 13 Milliarden ist natürlich auch, wie man so schön sagt, House of Cards. Das ist letzten Endes dient dazu, damit man Schulden bedienen kann, unter anderem auch jetzt im August auch noch 3,2 bis 2,6 Milliarden, ich habe die exakte Summe jetzt nicht auf dem Tableau, an die EZB beispielsweise zurücküberweisen kann. Also mit anderen Worten, ich leihe dir Geld, damit du meinen Schuldenplan bedienen kannst. Nichts anderes ist es ja. Schauen wir uns in den letzten Minuten noch einen weiteren Chart an, und zwar den Goldchart. Gucke ich jetzt mal, wo haben wir ihn? Hier ist er kurzfristig auf ein kleines bisschen Erholung hier eingetreten. Wir haben davon auch in den Wochen zuvor schon mal kurz gesprochen, dass es hier möglicherweise eine kleine Bärenmarkt-Rallye gibt. Hier ist es möglicherweise als Kursziel hier im Bereich dieser 11.000, dieser 1.160 beispielsweise, wo wir hier die 61,8er auch noch haben und parallel dazu auch noch den Abwärtstrend haben. Ich gehe hier nochmal auf eine horizontale Linie oben rein und markiere hier auch nochmal das Kursniveau, was wir hier ungefähr bei dieser 1.160 haben. Da ist manchmal der Mund schneller hier. Man sagt immer 11.000, weil man da immer noch an diese DAX-Zahlen denkt. 1.160 hier als mögliche Marke. Hier sehen wir auch noch eine Seitwärtskonsolidierung in diesem Bereich. Und der Abwärtstrend, der vielleicht möglicherweise hier ein Stück weit nach oben hin durchschossen wird. Also vielleicht eine interessante Marke nach oben hin. Was ist mit Goldpreis nach oben rein passiert? Auch diese Maßnahmen dieser People's Bank of China, die hier ja den Yuan-Kurs, also den Renminbi-Kurs, US-Dollar CNY, wie man so schön als ISO-Code sagt, also CNY ist ja der ISO-Code für den chinesischen Yuan, der hier plötzlich von 6,20 hochwärts auf 6,41 und darüber hinaus in Richtung 6,60 schleuderte. Das ist also auf jeden Fall, wenn man den chinesischen Yuan viele Jahre rückwärts nochmal rechnet, ist das eine Bewegung, eine Kursbewegung, die es seit 1994 nicht mehr gab. Also da ist auf jeden Fall ordentlich Porzellan kurzfristig mal zerschlagen worden, zumindest nach offiziell nach außen hin sieht es so aus. Was aber die die Zentralbank hier aber gesagt hat, ist, dass man einfach vorhat, schrittweise eben den Yuan in ein freies Wechselkurssystem, also in ein Free-Floating-System hineinzubringen, sodass es eben auch mit einer erhöhten Volatilität nach oben und nach unten halt eben einhergehen kann. Man spricht von ungefähr 10%. Also dementsprechend kann da noch viel passieren. Ein paar abstruse oder vielleicht ein paar Spekulanten, die ein bisschen zu viel nach oben schon denken. Nach oben spreche ich also von Aufweichung des Yuan, denken schon von einem Wechselkursverhältnis nach von 1 zu 7. Also das wird sich weisen, ob die Chinesen das bis dahin zulassen werden oder auch vielleicht sogar irgendwie dahin manövrieren, um sich ein paar andere Vorteile zu verschaffen. Das werden wir sehen. Die Zeit wird das zeigen. Also auf jeden Fall sollte das tatsächlich der Fall sein, dass der chinesische Yuan weiter abschwächt, wird das die deutsche Exportwirtschaft doch irgendwann ein Stück weit mehr treffen, als das bisher jetzt sehr kurzfristig für 2, 3 Tage als Reaktion beim DAX der Fall war. Gucken Sie auf Werte wie beispielsweise BMW, Daimler oder Volkswagen, überhaupt auf die kompletten Exportwerte, die ein sehr, sehr starkes China-Geschäft haben. Also da ist auf jeden Fall irgendwann dann Schluss mit der Musik, wenn hier der Bereich chinesischer Yuan-Abschwächung weiterläuft. Gut, genug der Dinge. Wir haben 8:59 Uhr. Der DAX bewegt sich nahezu unverändert, immer noch bei den Indikationen 11.048, 11.047. Da hat sich bis dato nicht viel getan. Ich schwanke nochmal kurz zum Minutenchart zurück. Und wir befinden uns also quasi immer noch relativ in dieser Seitwärtsentwicklung. Die jeweiligen Marken habe ich vorgestellt, Kursprognosen nach oben sowohl auch nach unten. Wir schauen, dass wir uns am Mittwoch natürlich weiter nochmal mit Euro-US-Dollar und vor allen Dingen nochmal mit Gold auseinandersetzen, parallel zu unserem Lieblingsthema DAX natürlich. Bis dahin eine gute Zeit, ganz viel Erfolg
und bleiben Sie gesund. Wir hören uns am Mittwoch um 8:30 Uhr wieder. Bis dahin. Alles Tschüss. klar. Vielen, vielen Dank an Dirk. Sehr geehrte Damen und Herren, es geht jetzt los im Prinzip. Also haben Sie guten Start in die Woche. Hier sehen Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Nutzen Sie die Möglichkeit, wenn Sie weitere Fragen haben. Ansonsten, wie ich schon sagte, unser YouTube-Kanal, da seid ihr herzlich eingeladen, einiges sich anzuschauen. Und die Webinare, wie Dirk schon sagte, also die Woche werden wir noch einiges Spannendes erleben. In diesem Sinne, macht's gut, hat mich gefreut. Mit euch war Dirk und meine Wenigkeit Roman. Viel Spaß und wir hören uns. Tschüss. Tschüss.